Was zum Fick ist das hier? Was machst du? Wo bist du? Hey! Ach, das ist dein Haus! Nein, nein, nein. Boah! Komm mal her! Komm mal zu mir! Hallo! Hallo, komm mal mit! Komm mal mit! Ja, komm mal mit! Pass auf! Wie weit denn noch? Hey, komm einfach Wohin mit! Wohin führst du mich? In den dunklen Wald. Da sind wir schon. Pass auf, ich war da hinten, hier, am Strand. Da hinten? Da am Strand, da wo die lila Blume ist. Hab Sand geholt. Ja. Ne? Und wollte jetzt nach Hause laufen, hab natürlich den Weg nicht gefunden und bin irgendwann hier lang gelaufen. Ne? Seht ihr so? Holz. Ja, okay, da war ich. Ich hab ja unten Steine und oben Holz, passt, ne? Lauf hier lang und seh plötzlich das und dachte mir, was zum Fick ist das für ein Grafikfehler? Ich dachte gerade, was hat der Server aus meinem Haus gemacht? Wie ist das verzerrt worden? Du hast gerade mein Haus als Grafikfehler bezeichnet. Das ist ja noch kein Haus. Nee, das stimmt. Was? Das du stehst hier und denkst dir, hä? Wie sieht das sah aus? Sah doch anders aus beim letzten Mal. Ganz komisch. Und dann sehe ich da plötzlich dein Namensschild. Dachte ich so, ah, so, okay, hier bin ich. Ich finde, mein Keller hat schöne Dimensionen, wenn der mal fertig ist. Oder? Ich kenne Mehrfamilienhäuser, die kleiner sind. Na, weißt du, was ich vorhab? Hallo? Siehst du meine Tierfamilie da hinten schon? Und du wirst eine verrückte Katzenlady. Oh ja, nee, Füchse. Ich will Füchse. Okay. Vielleicht habe ich auch eine große Zuckerrohrfarm und werde Zuckerrohr-Mogul. Nee, aber es war gar nicht wenig Geld. Ich glaube, ich habe so 1,7, 1,8 gehabt. Netto, brutto, netto. Das ist schon gut. Ja, für ein Jahr lang war das ordentlich Kohle. Ja. Nimmt man gerne. Ja, dann gab es ja noch Abgängergeld. Als du gegangen bist oder was? Ja, dafür, oder wenn du was? Gehst, kriegst du Abgängergeld. Aha. Mit dem Abgängergeld bezahlst du dich aber eigentlich quasi wieder in die Krankenkasse ein. Ah, verstehe. Ich habe mir eine Playstation gekauft. Geil. Der Witz ist nämlich, dass du die Stundenlohnberechnung ist, bei der Bundeswehr kriegst du keinen Stundenlohn. Sondern pro geleisteten Dienstag bekommst du eine festgesetzte Summe. Und wenn du da rauf guckst das erste Mal, gerade wenn du so hier Wehrpflicht erster Monat und du kriegst diesen Zettel in der Hand und siehst da, was dein Tageslohn ist. Nicht dein Stundenlohn, Tageslohn. Und da steht da irgendeine kleine zweistellige Zahl unter 50. Dann denkst du dir, fick dich. Upsi. Ganz ehrlich, man sagt ja immer so lapidar, ja, du bist halt Staatsbediensteter. Ja, du bist Staatsbediensteter. Aber eigentlich hast du als Bundeswehrsoldat einen 24-7-Dienst. Eigentlich. Du hast eine festgesetzte Dienstzeit von bis, ne? Ja. Also ich sag jetzt mal von 6 Uhr bis 16:30 oder 16:50 war, von 7 bis 16:50 plus eine Stunde Mittagspause. Oder inklusive eine Stunde Mittagspause. Das ist die reguläre Arbeitszeit. Und dann kann man jetzt sagen, ja, dann bist du ja 16:50, dann trägst du dich aus, dann gehst du auf Stube und dann ist halt Feierabend, ne? Nee, eigentlich ja nicht. Weil du bist ja eigentlich, wenn man so das blöde Wort verwenden möchte, ich liege im Bett. Ah ja, bist du ja eigentlich in Dauerbereitschaft. Ach so. Als Soldat, weil was ist, wenn der Fall der Fälle eintrifft? Dann kannst du ja nicht sagen, 17 Uhr, ich hab seit einer Dreiviertelstunde Feierabend, seht mal zu, wie er klarkommt. Das geht nicht. Fände ich ein cooler Move. Fände ich auch cool, geht leider nicht. Du hast eigentlich einen 24-7-Dienst als Soldat. Ja, okay. Das ist anders als bei der Polizei. Ja, also Leute, ich hab Feierabend, macht mal irgendwie, mir egal. Genau. Das kannst du halt nicht bringen, ne? Dann bist kommt vielleicht ein bisschen komisch. Minimal. So, jetzt kriegt mein Haus einen Balkon. Ja, also, das kannst du halt nicht bringen. Deswegen verstehe ich auch ein bisschen die Angepisstheit der Soldaten in der aktuell politischen Debatte.
Welche jetzt? Also was? Also, ich krieg da ja nicht so viel mit, was das angeht, glaube ich. Ja, ich kann mich halt nicht, ich kann es halt nachvollziehen, wenn sich da Soldaten hinstellen und sagen, liebe Politik, hier läuft ziemlich was verkehrt in Bezug auf Material für die Soldaten und dieses und jenes und welches. Und dass sich da viele falsch behandelt fühlen für das, was sie tun, und dann, ich nenne es jetzt mal, vielleicht in eine falsche politische Richtung abdriften. Das ist nicht, weil die Soldaten standardmäßig von vornherein vielleicht so politisch eingestellt sind. Zumindest auf nicht alle. Also zumindest nicht bei allen, sagen wir es mal so, genau. Du kannst aber davon ausgehen, dass viele in diese Richtung abdriften, wenn sie halt in der Welt des Soldatenseins leben. Du weißt vorher nicht, wie es ist, als Soldat zu sein. Das weiß keiner. Das kann mir keiner erzählen. Aber wenn du denn Soldat bist und du siehst, das ist hier vorgesetzt und das läuft so ab und jetzt kommt wieder die Regelung oder jetzt stehen wir wieder da mit Flugzeug ist kaputt, Panzer ist kaputt, Hubschrauber. Da werden Hubschrauber bestellt, die rosten, weil die nicht dafür geeignet sind für den Seebetrieb, aber wurden angeschafft als Hubschrauber für Marine, um auf dem Schiff zu landen, was auf dem Meer schwimmt, was im Salzwasser ist. Und das Salzwasser einen höheren Korrosionswert hat als normales Wasser, sollte jedem klar sein, der bis 13 kann, nur Luft zu holen. Ja. Sollte. Ja, sollte. Ne? Also, das ist halt das Problem. Und wenn du denn aber wenn du halt ein Soldat bist, dann. Ja. Und du erlebst das tagtäglich zum Teil, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass manche da etwas abdriften. Ich kann es nicht für gut heißen, aber ich kann es nachvollziehen, wieso das passieren kann. Ja, klar. Und dass sie dann in Arme von politischen Parteien laufen, die gerne Parolen brüllen, aber seltenst das meinen, was sie sagen. Das passiert halt. Das sollte nicht passieren. Deswegen bin ich, auch wenn ich eine linke Zecke bin, vielleicht doch eher der Meinung, der Staat sollte sich mehr auf seine Aufgaben konzentrieren und vielleicht mal so ein paar Cent mehr in die Staatsdiener, und das sind nicht die Bürokraten, Verwaltungsmenschen, stecken. Ja. Also vielleicht doch ein paar Cent mehr in die Ausrüstung von Polizei, Feuerwache, Rettungsdiensten, Bundeswehr, THW und diese ganzen Menschen. Da muss ein bisschen mehr Geld hin. So, 1 bis 2 Milliarden. 1 bis 2 Euro mehr. Ja? Das stimmt schon. Und wenn ich dann so lustige Videos sehe, wie die von gestern, was ich gestern auf Twitter geteilt habe. Ja, da kann ich verstehen, dass Menschen in andere Richtungen abdriften. Hast du wahrscheinlich gestern gar nicht gesehen, das Video, oder? Ich weiß es gerade nicht, ich gucke so viel zur Zeit auf Twitter, sollte so vieles nicht sein. Es geht im Prinzip darum, das ist hier vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk, gibt es immer so diese Nord-Stories. Das sind so verschiedene Menschen, Selbstständige oder Sportler oder sonst irgendwelche Menschen, Landwirte, die halt im Norden leben, und dann werden die halt gerne in die Nord-Stories genommen, dann werden da Geschichten erzählt und solche Sachen alles. Und da gibt es einen, der von sich aus sagt, er ist der Meinung, dass wir als Menschen mehr darauf achten sollten, was wir tragen als Kleidung. Dass es nicht sein kann, dass wir im Prinzip recycelte Plastikflaschen tragen. Ja. Und sagen, hey, das ist doch geil. Nein, ist es nicht. Du trägst eine abgegammelte Colaflasche an deinem Körper. Also, was zum Teil ja so ist. Ja, klar. Und der findet das halt nicht gut. Und deswegen hat er sich zur Aufgabe gemacht oder hat gesagt, wir haben doch so gute Naturstoffe, warum nutzen wir diese nicht? In seinem Fall speziell ist es Wolle. Oder geht es um Wolle? Und dann auch noch von einer Art, also von einer Schafart, die selten geworden ist in Deutschland. Okay. Also eine alte Haustierrasse, die auf der roten Liste der bedrohten Tierarten steht. Und die man ja gleichzeitig damit versuchen kann zu unterstützen, dass sie nicht mehr so bedroht ist. Mit dieser ganzen Aktion. Und da hat er halt ein Unternehmen geschaffen, fertigt aus Wolle
wie sagt man das, wie nennt man das? Funktionskleidung, also hier für Outdoor, also Outdoor-Funktionskleidung, hier fürs Wandern, fürs Tracking und für solche Geschichten. Also da, wo die alle hier diese Sache mit der Wolfstatze drauf immer tragen, die im Prinzip nur recycelte Plastikflaschen sind. Und da wo hat er hat sich einen Gutshof gekauft, einen alten. Da wohnt der auch drauf und da stehen zwei alte Ställe, Kuhställe, die nicht mehr genutzt werden, weil er braucht die ja nicht. Ja. Weil er kauft ja die Wolle nur von Schäfern ein, die ihre Wolle sonst nicht losgeworden wären oder zu Preisen, wo du dir nicht mal ein Sixpack Wasser für kaufen könntest. Okay. Er bezahlt den faire Preis, also hohe faire Preise für die Leistung, die sie bringen, damit sie davon leben können, damit sie auch nur für ihn produzieren. Also er bringt sie dazu, für ihn die Wolle zu produzieren, die sie sonst als Abfallprodukt hätten, indem er ihnen hohe Preise zahlt. Schafswolle ist ein Abfallprodukt. Viele Schäfer werden bezahlt, weil sie Landschaftspflege betreiben. Die Wolle ist für die ein Abfallprodukt, weil sie die gar nicht loswerden. Ach so? Ja, das ist Abfall. Das ist der Abfall, der entsteht, weil die Schafe wachsen. Die Schafe sind eigentlich nur dafür da, zum Beispiel Dämme zu verdichten, weil sie rüberlaufen. Landschaftspflege in Heiden zu betreiben, weil sie dort Gräser und Bäume klein halten, damit das Heidegras wieder wachsen kann. Damit das durchkommt und solche Geschichten. Die Wolle wirst du nicht mehr los. So ein Kilo Wolle kostet unter einen Euro. Davon kannst du nicht leben. Nee. Und damit die halt davon leben können, ist er der Meinung, dass man die noch ordentlich Geld bezahlen müsste. Ja. Was jetzt nicht so verkehrt klingt. Ja, das würde in vielen Lagen nicht verkehrt klingen. Genau. Und er bezahlt ihnen halt ordentlich Geld dafür, dass sie für ihn exklusiv produzieren. Und diese Wolle will er halt verarbeiten. Jetzt hat er da seine zwei alten Kuhställe und hat gesagt, jetzt würde er die gerne umfunktionieren zu Fabrikhallen im Prinzip, also zu Produktionshallen. Und dann sagt ihm das Bauamt, ja, das geht nicht, das wäre eine Umnutzung von einer landwirtschaftlichen Nutzung hin zu einer industriellen, gewerblichen Nutzung. Ja. Und da müssen sie einen Antrag für stellen. Den Antrag, um das beim Bauamt durchzugehen, also das Bauamt lehnt das erstmal grundsätzlich ab, weil das eine Außenbereichsnutzung ist, die lehnt das Bauamt grundsätzlich ab. Wenn es dann eine Umnutzung ist von landwirtschaftlich irgendwas anderes, musst du dafür mit dem Kreis reden. Der Kreis muss das im Bebauungsplan ändern. Dann muss das die Gemeinde zustimmen. Und dann kannst du im Bauamt den Antrag stellen. Um aber diese Umnutzung durchzukriegen, also bevor du den Bauantrag stellen kannst, diese zwei Schritte davor, dafür musst du Gutachter bezahlen. Die bezahlst du aus eigener Tasche. Klar. Das bezahlst du alles aus eigener Tasche. Und damit du das verstehst, was die von dir wollen, die ganzen Ämter, wird dir eine Person zur Seite gestellt, die dir hilft, den Verwaltungsakt zu verstehen. Die du auch bezahlst. Du bekommst also quasi einen Lotsen, der dir hilft, die Stromschnellen des Verwaltungsaktes zu begreifen und nachvollziehen zu können. Anstatt den und Anschein. Und jetzt sagt er, der Witz ist, der Bürgermeister vom großen Nachbarort, der hat mir angeboten, ich könnte doch bei denen auf der grünen Wiese, wo sie gerade anfangen, alles platt zu machen und zu verdichten und zu versiegeln, weil sie dort neues Gewerbegebiet erschaffen wollen, könnte ich doch da meine Metallhalle hinstellen und dort produzieren. In einem ganz anderen Ort, wo er gar nicht wohnt. Ja, aber er hat doch jetzt da das Haus. Das ist ein schönes, altes Gemäuer. Da hat sich mal ein Steinmetz hingesetzt, hat Natursteine bearbeitet mit Hammer und Meißel, hat daraus einen Grundstock gebaut für das Gebäude. Dort sind Holzbalken drauf, die sind schon hunderte von Jahren alt. Die können noch genutzt werden. Ich brauche ja nichts neu bauen. Ich muss nur das Gebäude hier renovieren oder zum Teil auch restaurieren, weil das Dach zum Teil kaputt war. Das hier restaurieren. Das kostet weniger Grundressourcen und es muss keine neue Fläche versiegelt werden. Aber das möchte die deutsche Bürokratie ja nicht. Und das regt ihn dermaßen auf. Verstehe ich gar nicht. Was kann einen denn daran aufregen? Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist doch... Und da fragt sich die Politik, wie kann es sein, dass wir im ländlichen Raum den Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger verlieren? Weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, genau. Das ist ganz komisch.
Ja, das ging mal, aber geht nicht mehr. Okay. Okay. Was? Ich probiere hier gerade meinen nicht vorhandenen Bart. Also eigentlich ist da ein Bart, aber egal. Ich wollte gerade fragen, seit wann ist der nicht mehr vorhanden? Also so groß und wollig, völlig, ist er schon lange nicht mehr vorhanden. Wollig. Hast für die Wolle nichts bekommen und hast ihn dann abgesägt, yep. Wollte ich gerade sagen. Hab daraus einen Pullover gestrickt. ist bestimmt nicht kratzig, sondern ist schön weich. Bettchen. Ist das eine schöne, reingelegt. Ist eine schöne, wie sagt man so schön, eine schöne Schenkelbürste. Mhm. Hab ich schon erwähnt, dass dieser Kanal ab 18 ist? Gut, dass ich gerade getrunken habe. Ich würde sagen, es tut mir leid. Tut sie nicht. Ja. Puh. Das war gutes Timing, Drakeos. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen ich leid. Ich habe jetzt Pipi wegen dir in den Augen. Oh. Oh. Schön. Ja. Es ist halt manchmal komisch. Nee, aber sagt, also wenn du sowas hörst, ne, dann kann man wirklich nachvollziehen, auch wenn man es nicht verstehen kann, warum manche Menschen in politische Richtungen abdriften. Oder anders ausgedrückt, dann kann man sich braucht man sich eigentlich gar nicht mehr die Frage stellen, wie kann es dazu kommen? Ja, das stimmt. Mir wäre es trotzdem lieber, wenn die in eine andere Richtung gehen würden. Ja, aber welche wollen sie denn gehen? Keine. Weil da hören sie doch genau das, ich sag mal, politisch links abdriften können die nicht, ja, weil du von den Linken nicht viel Besseres hörst. Die sind ja sogar noch mehr gegen Privatbesitz. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, in manchen Bereichen kann ich das verstehen, dass Privatbesitz doof ist. Was ist mitgekommen, was in Hamburg jetzt... wohl schon beschlossene Sache ist, dass keine Eigenheime mehr gebaut werden dürfen auf dem Hamburger Stadtgebiet. Aha. Weil der Flächenfraß von Eigenheimen einfach zu hoch ist. Ach so. Und auf derselben Fläche, wo da eine ganze Siedlung mit Eigenheimen, oder ich sag mal so, auf der Fläche, wo du vier Eigenheime draufstellst, mit einem normal großen Grundstück, sag ich jetzt mal, da leben vielleicht vier Familien, drei Personen drauf, das sind 12 Menschen. Auf dieselbe Fläche kriegst du viel mehr Menschen unter mit einem Mehrfamilienhaus. Ja, okay. Ne? Das und stimmt natürlich. Wohnraum ist halt das Problem. Aber es frisst genauso viel Fläche wie, als wenn dort ein Mehrfamilienhaus draufstehen würde. Ja. Nur steht da kein Mehrfamilienhaus drauf. Verstehe. Nur wird da wieder der Gedanke nicht richtig zu Ende gedacht. Und das finde ich halt wieder doof. Das ist halt wie mit dieser blöden Regelung von wegen, alle, die geimpft werden, bekommen die Einschränkungen gestrichen und können wieder quasi ins normale Leben zurückkehren. Da ist die Sache wieder nicht zu Ende gedacht worden. Wie so oft. Wo das herkommt, verstehe ich eh nicht. Ja, davon mal ganz ab. Aber es ist halt in meinen Augen nicht zu Ende gedacht worden, weil da musst du ja wirklich gleichzeitig dafür sorgen, dass auch alle Menschen geimpft werden können. Und zwar alle. Unabhängig von Risikogruppe, Alter etc. pp. Weil du kannst ja nicht einerseits sagen, ja, du darfst dich jetzt nicht am normalen Leben mehr teilnehmen, weil du bist ja nicht geimpft. Aber hintenrum sage ich, ja, aber du darfst dich auch nicht impfen lassen, weil du bist doch nicht an der Reihe. Korrekt. Und das geht halt nicht. Falls es wirklich so kommen sollte. Ich gesagt, wo das herkommt, verstehe ich auch absolut nicht. Die wollen halt, dass die Geschäfte wieder aufmachen, ne? Und dafür brauchst du Kunden. Ja, klar. Und dafür musst du halt den Geschäften, musst du halt schmackhaft machen, aufzumachen. Und es wird in der Wirtschaft sowieso passieren. Kannst du davon ausgehen. Also aus der Sicht von Wirtschaftsbetrieben wirst du sowieso erleben, dass sie sagen, von sich aus die Entscheidung treffen, hier darfst du nur rein, wenn du geimpft bist. Das wirst du höchstwahrscheinlich erleben bei Restaurants. Also wenn die jetzt öffnen dürften, wirst du erleben, dass die Restaurantbesitzer sagen, die dürfen nur Menschen rein, die geimpft sind.
Ja, das fände ich aber, ist aber auch dann lustig. Dann gehst du da so hin und so, shit. Ich habe zwar meinen Perso dabei und ich kann mich ausweisen, aber ich habe meinen Impfausweis Ja, vergessen. scheiß, Scheiße. scheiß Impfpass. Ne, aber es ist, das wird halt passieren, da kannst du von ausgehen.